Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich für die 0:1-Pleite in der Königsklasse unter der Woche bei ZSKA Moskau nicht rehabilitieren können und die Tabellenführung in La Liga verpasst. Am Samstag unterlagen die Königlichen bei Deportivo Alavés mit 0:1, 0:0. Ein Punkt hätte genügt, um den FC Barcelona zumindest vorübergehend an der Spitze abzulösen. Manu Garcia, 90.5, traf zum Tor des Tages. Real blieb damit erstmals seit 1985 in 4 Pflichtspielen nacheinander ohne Sieg und ohne Tor. Barça gastiert am Sonntag 20:45 Uhr auf der ZN und im Live-Ticker beim FC Valencia. Der 2014er Weltmeister Toni Kroos stand trotz seines schweren Fehlers in Moskau wieder in der Startelf von Real. Den Madrilenen war im Baskenland die Verunsicherung anzumerken, im Offensivspiel lief lange Zeit nicht viel zusammen. In den 59. Minute verhinderte Real-Torwart Thibaut Courtois mit einer Glanzparade das 0:1 nach einem Schuss von Ruben Duarte. Der 8. Spieltag im Überblick zeit Heimergebnis auswärts 5:10, 21 Uhr Athletic Bilbao 1:3 Real Sociedad de Fútbol 6:10, 13 Uhr Girona 2:3 Eibar 6:10, 16:15 Getafe 0:1 UD Levante Valencia 6:10, 18:30 Deportivo Alavés 1:0 Real Madrid 6:10, 20:45 Leganés Rayo Vallecano Madrid 7:10, 12:00 Real Valladolid Huesca 7:10, 16:15 Atlético Madrid Betis Sevilla 7:10, 18:30 Espanyol Barcelona, Villarreal 7:10, 18:30 Sevilla, Celta de Vigo 7:10, 20:45 Valencia, Barcelona die Tabelle Platz Teams. Torediff. Erster FC Barcelona 718:810.142, Real Madrid 812:75.143, Deportivo Alavés 811:83.144, FC Sevilla 716:79.135, Atletico Madrid 78:74.126, Betis Sevilla 75:50.127, Espanyol Barcelona 78:62.118, Real Sociedad 812:111.119, Celta de Vigo 712:1.021.010, Levante 812:14.021.011, der SD Eibar 89:12.31.012, der Real Valladolid 76:60.913, Getafe 86:7.1914, Girona 810:13.3915, FC Villarreal 75:41.816, FC Valencia 75:6.1817, Athletic Bilbao 79:13.4718, CD Leganés 87:12.5719, Rayo Vallecano Madrid 77:15.8520, Hüste 77:17-105 Werbung.